Mega Minion, du bist kurzsichtig, verdammt. Du bist verdammt kurzsichtig. Alright, Leute, willkommen zurück zu Clash Royale und meinem zweiten Account. Der zweite Account, der Free-to-Play ist, kein Geld investiert hat und Richtung Arena 10 ist. Lange Zeit wollte ich Arena 9 kommen, aber jetzt ist die Arena 9 hier, die Dschungel-Arena. Und jetzt will ich Level 10 werden. Machen wir ein kleines Appetit-Häppchen, machen wir kleine Packs auf. Ich spiele mit dem Ding viel zu selten. Ohne Scheiß, ich wäre wahrscheinlich schon längst Level 11 oder so, würde ich das Ding täglich spielen. Aber nein, bin zu faul. Ich spiele lieber meinen Hauptaccount, beziehungsweise da liegt mehr der Fokus. So, aber ich habe ein Problem und die nennen sich Elite-Barbaren. Elite-Barbaren sind Aids. Die sind purer Aids und deswegen nehme ich mal die Skelettarmee statt der Hexe. Und ich habe die Musketiere durch den Mega-Minion ausgetauscht, den ich jetzt noch auf Level 6 bringe. Kaching. Ich bin easy peasy bei Level 9. Habe ich noch die Skelettarmee, damit die Level 3 wird? Leider nicht. Könnte ein gutes Deck sein, könnte aber auch der letzte Schrott werden. Leider befürchte ich, dass er das zweite, weil irgendwie finde ich... Da fehlt was. Egal, wir probieren es. Wir probieren es einfach mal. Wir hoffen darauf, ja, dass wir irgendwelche Schnarchnasen kriegen, die keine Karten spielen oder zu spät spielen. Und dass wir die vollkommen überrennen können. Skelettarmee ist stark klar. So, und wir nutzen unser Bonus-Elixier. Gerade in den Anfangsarenen, beziehungsweise in den ersten Arenen, mache ich das gerne, weil die Gegner meistens sehr langsam sind. Die sind echt langsam. Die warten darauf, bis dann der Giant so zur Hälfte durch ist. So 30%ige Chance hat man, dass man so einen Gegner erwischt. Und das ist eine ganz gute Chance, wenn ihr mich fragt. Es rockelt. Wir setzen unser Mega-Minion aus. Oh, da sind die Elite-Barbaren. Ja, wie bestellt, ey. Genau dafür sind die da, sag ich mal. Genau dafür sind die da. Wir setzen noch die Kobolde aus für ein bisschen Abwehr. So. Nicht krass viel Schaden, aber ich hab viel Schaden gemacht, ne? Guckt euch das an. Das war ein nicer Push. So, zack. Der hat Elite-Barbaren plus Pfeile ausgegeben, ne? Das war schon allein ein 9er Push. Und wir setzen direkt nach. Ich kann. Oh, die Skelettarmee hat sich gleich im ersten Match ausgezahlt. Ohne Scheiß. Ich bin von Trophäen ein bisschen runtergefallen. Mein Rekord liegt bei fast 2600. Das heißt, ich war so knapp dran an Arena. Oh, Prinz. Prinz. Wisst ihr, wie lange es her ist, dass ich Prinz gesehen habe? Oh, okay. Okay, und ich brauche echt einen Feuerball. Ohne Flachs, Leute. Ich brauche einen verdammten Feuerball. So, Prinz. Stirbt und gedeiht. Stirbt und gedeiht. So, zack. Der Turm sollte es schaffen. Nice. Sei froh. Nicht sehr froh. Sei glücklich. Was auch immer. Oh, zack. Der hat eine 5er Defense gegen... Ah, ne. Ich habe trotzdem mehr ausgegeben. Egal, aber ich kann gleich den zweiten Push starten. Wir haben noch 1-10. Ist egal. Der Giant muss nur noch einmal draufpumpen und dann ist alles okay. Skelettarmee ist immer noch bereit, aber der hat die Pfeile. Die Pfeile versuchen wir... So, zack. Oh, Baby. Okay, das wird ein bisschen schwieriger. Oh, der Feuerball war genüsslich. Der war echt genüsslich. So, Eismagier überlebt ein bisschen, nicht lange. Und wir pushen. Wir pushen so ein bisschen dahin. Ein bisschen dahin. Und ein bisschen. Nein. So, so macht man das. So macht man eine flawless Defense, Leute. Ah, den Prinzen schön mit den Kobolden rausgefischt und die Skelette kommen in der letzten Sekunde. Ich hoffe, der macht keinen Predict-Pfeil und macht er nicht. Ich finde dich cool. Finde ich echt cool, Kollege. Ich mag dich. So. Zack. Elite-Barbaren, immer noch super beliebte Karte. Und das könnte gefährlich werden. Wir machen das da. Sollte das reichen, ist egal. Wir zappen kurz. Safe ist safe. Kriegen wir noch die 2 Kronen? Oh, das wäre so ein nices Ding. Kollege, lass mir einfach die 2 Kronen, ja? Du kannst eh nichts machen. Du kannst eh nichts mehr machen. Nimm dir deinen Turm. What the ever. Ich gönn dir den Turm, wenn du mir deinen gönnst. Booms! Nice! 2 Kronen. Okay. Na, gut. Die Skelette haben sich gleich im ersten Match ausgezahlt. Finish. Nice. Alright, wir kriegen 2 Kronen. Pushen wieder hoch. Machen die mal eben auf. Gucken nach, ob wir eine Legendary kriegen. Aber die Elite-Barbie sind dabei. Die Feuergeister sind dabei. Und die Valkyrie ist auch dabei. Die könnte Level 6 werden, wenn es weitergeht. Und wir probieren das Deck einfach nochmal. Hat eigentlich ganz gut funktioniert, finde ich. Aber der Gegner war auch ziemlich passend. Prinz, Elite-Barbaren, ist halt schon gegen die Skelette nicht so geil. Aber der hatte die Pfeile und Feuerball. Hm. Und wir setzen wie immer unseren ersten Elixierpunkt aus und hoffen darauf, dass der Gegner ein bisschen pennt. Ein bisschen schnarchnasig ist. Was ist das denn zum Teufel? Eine Level 10 Lakaienhorde. Und den Kampf verlassen. Okay. Auch das finde ich gut. Auch das ist echt eines meines Lieblingsdinger in der, hier in den Arenen. In den Anfangsarenen. Das ist so ein Ding, das mag ich echt. Die Gegner pennen total oder haben Disconnect.
Das passiert in den höheren Arenen super selten, weil die Leute irgendwie schon ziemliche Schwitzer sind. Alright, ich würde mal sagen, easy peasy Match und wir rutschen wieder mit den Trophäen hoch. Und Kacheng, Kabams, Kabams und 3 Kronen. Nice, Kronentruhe. Gott, schau. Wir kriegen vielleicht 2 Kronentruhen, wenn es so weitergeht. Springen direkt in das nächste Match rein gegen Poker von Soul of Legends. Soul of Legends hört sich mächtig an. Mächtiger Name für ein Pokerface. Okay, ich glaube, ich bin scheiße. Ich bin ein bisschen kribbelig. Ich will ein bisschen höher schlagen. Aber bisher funktioniert. Ja, gut. Ich habe das Deck bisher nicht wirklich testen können. Einer ist gelieft und der andere hatte halt nicht so wirklich die geilen Konterkarten gegen mich. Deswegen der wahre Test für dieses Deck steht noch offen. Wird es das schaffen können? Das alles erfahren Sie in der nächsten Folge von Clash Royale. Oh, ich weiß auch nicht, was los ist. Lasst mich. Lasst mich. Magier ist böse. Magier ist böse. Oh. Lass ich das alles? Ja, lass ich, ne? So. Okay. Okay. Der wird... Mega Minion! Du bist kurzsichtig, verdammt! Du bist verdammt kurzsichtig. Holy shit, der Miner auf Level 1 und Level 8 macht verdammt viel Schaden. Ohne Scheiß, ey. Das bin ich überhaupt nicht gewohnt. Habe ich überhaupt die Aufnahme gestartet? Ja, habe ich. Jetzt habe ich die beendet. Scheiße. So, bin wieder im Spiel. Ich war gerade voll unsicher. Oh, scheiße, habe ich die Aufnahme gestartet. Erstmal beenden, dann wieder starten. Schönes Ding. Aber ohne Scheiß, meiner auf Level 1 gegen Level 8 macht verdammt viel Schaden. Auf Level 11, wo ich mit meinem Hauptaccount bin, spüre ich das nicht mehr so krass. Das ist halt nicht mehr so krass, wirklich. Okay. Wir machen ein bisschen langsamer. Mega Mini ein bisschen zur Seite. Und ich will irgendwie einen Feuerball oder einen Kampfholz, oder? Irgendwie fehlt das. So, wir setzen noch die Kanone aus, weil der Miner kommt. Miner kommt, da ist er. So, aber ich komme immer noch nicht durch diesen Turm dran. Und der macht immer wieder Chip-Damage. Der ist flawless. Der ist verdammt flawless, aber ich komme durch seinen Magier nicht durch. Und ich komme nicht durch seine hier. Skelette durch und Bomber und Bogenschützen. Alle so kleine Einheiten, die ich super mit einem Feuerball wegnocken könnte. Oder Blitz. Blitz wäre so ein nices Ding. Ohne Scheiß, Blitz wäre so ein super schönes, sexy Ding, Alter. So. Wir setzen einfach hier mal die Ich versuche mal einen ziemlich gewagten Push auf die rechte Seite. Okay. Hat nicht so geklappt. Aber war ein Versuch wert. War echt ein Versuch wert. Bomber, Miner, alles so Abfuck. So. Okay, rechts ignoriere ich mal vollkommen. Egal. Ich muss links irgendwie durch. Ich habe immer noch null Schaden gemacht. Mein Deck kommt null durch. An diesem ganzen Kleinvieh. Ich brauche irgendwas Feuerball oder irgendwas Kräftiges. Aber da kommst du einfach nie durch. Kann ich nichts machen. Ich meine, ich kann hier noch so geil taktisch spielen, aber das ganze Kleinvieh, was ich da nicht kaputt machen kann, bringt mich halt immer wieder um. Der Miner macht der Magier macht Splash Damage. Und da kommt ein Packer an, warum auch immer. Was auch das jetzt für eine Aktion war, will er sich 2 Kronen holen oder sowas? Vielleicht. Warum setze ich den Mega Minion gegen den Miner aus? Gegen Magier, nicht Miner. Okay, großer Push, wir starten. Vielleicht wird's was, vielleicht auch nicht. So, zack. Ach, der hat einen Level 2 Miner. Da ist der Knackpunkt. Und der Turm ist down. Keine Chance. Keine Chance. So viele kleine Einheiten, an die ich nie durchgekommen bin, weil meine schneller sterben als alles andere. Bin wieder am Anfang. Ich bin da genau da, wo ich das Video angefangen habe. Was soll der Scheiß? Ah, ich muss das Ding echt öfter spielen. Ich brauche größeren Level. Ich brauche alles. Oh. Oh. What the fuck, Kollege? Das ist ja Gift. Das ist ein sehr aggressiver Push, aber hey, versuch das jetzt zu verteidigen. Ich meine, ich setze die Kobolde aus. Ich brauche Sepp. Ich brauche Sepp. Ich brauche Sepp. Der wird Skelette mehr haben. Der wird Skelette mehr haben. Oder die Barbies. Die Elite-Barbies. Aber gut, Eismagier gegen. Eismagier ist geil. Eismagier ist einfach geil. Okay, lief wohl nicht so geil, Kollege, wa? Kriegen wir noch die 3 Kronen raus? Komm mal, wir kriegen noch die 3 Kronen raus, oder? Ich hab Bock auf die 3 Kronen. Ich will das Ding da anrotzen. Ich bin jetzt aggro. Hat 2 beschissene Matches, wo ich nichts machen konnte. Oh, und die hat er auch noch. Okay. Okay.
So, Giant ist noch dran. Wir setzen noch den Mini-Packer aus. Zack, und schon haben wir fast unsere drei Kronen, oder? Na, ein bisschen fehlt noch. Zack, jetzt aber. Geht doch. Geht doch. So einen aggressiven Push gleich am Anfang raushaut. Meiner Feuergeister Hawk Rider, der kann nur überrollt werden durch den Konterpush. Außer der Push ist natürlich böse. So, ich will hier echt nicht auf einer schlechten Bilanz sitzen bleiben, ne? Pimp von Ukraine. Okay. Sei bitte wie der Letzte, dass du einen voll krassen Push startest und dann kriegen wir hier unsere drei Kronen. Und hab bitte keine Zap-Baits. Ich brauche immer noch... Okay, nicht schlimm. Nicht schlimm. Alles okay, Leute. Das ist echt nicht schlimm. Auch das ist nicht schlimm. Das ist ein Holz viel zu früh gesetzt. So, auch das ist semi schlimm. Es geht. Zack. Ah, der überlebt leider nicht. Alter, ein Schlag vom Elite-Verband. Zack, Hälfte des Turmtos. Ist halt ein ziemlich teurer Push gewesen von ihm. Und wir können unseren Push gleich starten. Er müsste deutlich im Elixier-Nachteil sein. Er hat Elite-Verband rausgehauen. Der hat Feuerball rausgehauen. Mega, Lakaienhorn. Alter, der hat ja richtig rausgepumpt. Ich wundere mich, dass überhaupt noch die Lakaienhorn da rausspielen konnte. Okay. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich brauche echt Elite-Barbaren in diesem Spiel. Wenn jeder spielt, musst du die auch spielen. Ist halt so das Naturgesetz. So. So. Ich weiß, dass die Elite-Barbaren kommen als Konter. Da sind sie. So, auch das habe ich. So. Nice. Aber auch der Riese ist nicht durchgekommen. Level 6 Riese ist viel zu weich. Der kann ja nix, ey. Er stirbt und stirbt und stirbt. So, hat er wieder Lava-Hund. Warum konnte... Wow. Kollege. So. Ah, der Eismagier reicht nicht aus. Er kann die nicht one-shotten. Aber der kann die langsamer machen. Und... Ja. Das ist prickelnd. Das ist echt prickelnd. Geht ja aggro. So, auch meine Lufteinheiten kommen nicht durch, weil da ständig irgendwas ankommt. Zack. So, jetzt ist der Giant durch. Und der Mini-Packer ist auch durch. Oh mein Gott, ich muss nur noch das defenden hier. Ich muss das nur noch hier defenden und dann haben wir hier eine wunderschöne Zeit miteinander. Zack, zack, die Scheiße. Okay, okay. Friedhof wird kommen, Friedhof wird kommen. Wir haben noch eine Menge Zeit. Verdammt, das wird zu viel. Starte ich schon mal Push nach rechts? Ja, starte ich. Der haut jetzt sehr viel Elixier raus, nur um das Ding dann noch halbwegs kaputt zu machen. Setz bitte noch einen Friedhof aus. Da ist es. Zack, zack. Oh, Baby. Oh, Baby. Okay. Das hat gut getan, das hat echt gut getan. Auch wenn es ein knappes Match war, das Ding haben wir gerockt. Okay, ich würde mal sagen, der Arena 9 wird doch ein bisschen schwieriger. Aber nächstes Mal schaffen wir es. Und dann auch irgendwann Arena 10, schaffen wir locker. Und das Free-to-Play, Leute, ihr könnt es auch schaffen. Den Blitz habe ich jetzt nicht einmal verwendet. In keines dieser Matches habe ich den einmal verwendet. Ich weiß auch nicht, warum. Jetzt, ich glaube, ich nehme doch lieber Feuerball. Feuerball ist einfach irgendwie universaler. Also lasst mir einen Daumen hoch, wenn ihr ein bisschen Spaß dabei hattet, ein paar Free-to-Play-Runden zu spielen. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mehr Flosse. Flop.